Hast vergessen zu abonnieren oder was? Ich erinnere dich daran. Ist kostenlos. Glocke aktivieren. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video auf dem Kanal Blackfire Studios und heute hier mit einem Hilfevideo zu dem letzten Video zu dem Solo Car Duplication Glitch mit dem Winnie Easy Classic. Viele haben doch noch Probleme in den Kommentaren geschildert und wir werden dem Ganze ein bisschen auf den Zahn jetzt fühlen und drauf gehen und schauen, was da jetzt Sache ist. Also, wichtigste ist wirklich, ihr müsst mehr gut zuhören, was ich sage, weil viele haben nicht nur Tomaten auf den Augen, sondern auch Gurken in den Ohren, Alter, die hören nicht zu. Wenn ich sage, es muss ein Easy Classic sein, Zukunftsschock, der Wagen zum Duplizieren, dann muss es er sein. Ja, ich verarsche euch nicht. Der andere kommt, der dupliziert irgendwas anderes, sagt, das ist Fake. Ich bekomme 0 Dollar für mein Auto. Ja, weil du das falsche Auto genommen hast. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gezeigt. Und ich zeig's nochmal. Und ich sag's nochmal. Und ich kann mich nicht ständig wiederholen. Ja, dieses Auto ist das Beste dafür. Okay, es ist Solo. Es ist machbar auf allen Plattformen, auch PC. Next Gen klappt. Es sind saubere Kopien. Easy. Wieder easy. Okay. Auf PC müsst ihr halt, wenn ihr das mit den LEGs macht, müsst ihr dann die dann sofort verkaufen, die Kopien. Oder ihr habt in den Garagen Straßenfahrzeuge drin. Dann könnt ihr dann die Easys abspeichern. Okay? Bei der Next-Gen-Version, zum Beispiel bei der PlayStation 5, ist es so, dass ihr bei der Einstellung Anzeige, Grafikmodus auf Wiedergabetreue oder auf Leistung stellen müsst. Ja, nicht Raytracing, RT-Leistung, sondern am besten Wiedergabetreue. Das erinnert so ein bisschen wackelig an die PS4. Sitzung ist egal, Zielmodus ist egal, vieles ist egal. Ja, wo ihr das macht, im Prinzip sollte es 50er Garage sein, Nachtclub, Arena, Casino vielleicht klappt noch, müsst ihr mal ausprobieren, aber so normale Garage klappt nicht. Ja, in der Arena oder in dem Nachtclub oder hier in der 50er Garage habt ihr halt den Easy drin stehen. Ja, und ganz wichtig, ich sage es noch einmal und ich zeige es noch einmal, wenn ihr den Bunker besitzt, in der mobilen Kommandozentrale, hier auf Position Nummer 3, okay, 3, Japanisch, was soll ich noch sagen, ja, Lager für persönliches Fahrzeug, nicht die Waffenwerkstatt, bevor ihr anfangen wollt. Probiert und schaut erstmal nach, was da drin steht. Es muss Lager für persönliches Fahrzeug sein, weil wenn ihr in die Waffenwerkstatt reinfahrt, bekommt ihr einen scheiß schwarzen Bildschirm und das weiß ich und ich schreibe das auch noch rein und ich sage das in den Videos, nehmt das hier und dann sieht so aus, weil wenn ihr dort in die Waffenwerkstatt reinfahrt, bekommt ihr einen scheiß beschissenen schwarzen Bildschirm. Blöd. Okay. Es ist nicht schwer zum Verstehen. Zuhören, ich habe es im Video extra gesagt und gezeigt. Bild und Video. Was soll ich noch? Soll ich noch auf Französisch oder so euch auf Spanisch das sagen? Also, ihr fahrt dieses Fahrzeug raus. Wenn ihr das nicht habt, macht ihr das wie im alten Video mit dem MK2. Deluxo klappt auch noch. Ja, ich habe das 30 Minuten lang probiert, das klappt nicht, das ist ein Fake. Digga, ich probiere manchmal 4-5 Stunden, Alter, bis ich das Video aufnehme. Da vergehen Stunden, ja. Ich beschwere mich auch nicht. Mir hilft keiner. Patricia höchstens. Nur sie hilft mir, ja. Oder ich helfe mir selber, bleh. Wobei mir schon selber nicht zu helfen ist. Aber okay. Gut, also. Probiert es aus. Was verschwinden muss, ist nur der Wagen auf der Minimap. Er kann auch bildlich verschwinden. Es muss nur der blaue Kreis von der Immobilie da sein, damit ihr reingehen könnt. Okay? Motorradclub ist auch easy zum Verstehen, dass ihr den haben solltet und irgendwo ein Motorrad, egal welches, Motorrad, nicht bewaffnetes Motorrad, einfach Motorrad, so, holt das Handy raus, schneller Beitritt, alles andere ist egal, Sitzung, Zielmodus, alles Banane, Kontaktmission, ja, alleine, ja, bist du sicher, ja, so, auf Jobsuche, Lobby wird gefüllt, steht dran, dann geht ihr wieder auf Kontaktmission rein, passt auf. Auf Jobsuche. Es muss nur der Easy von der Map verschwinden. Das ist das Wichtigste. Nicht die Immobilie.
Okay, jetzt sind beide Sachen verschwunden. Kontaktmission. Manchmal zieht es auch mich in die Mission rein. Soll nicht sein, ist kacke, klappt halt nicht. Ja, beide Sachen sind jetzt weg. Entweder ein bisschen warten oder auf einen blauen Job drauf gehen. Dann kommen die Sachen wieder zurück eigentlich auf der Map. Jetzt aber nicht, also muss ich in den Job rein, wieder raus, dann sind beide Sachen da. Fahrzeug und Immobilie auf der Map. Es muss nicht, manchmal klappt es für First Try. Manchmal. Manchmal erst nach 10 Versuchen. Ja. Einfach raus, probier's noch einmal. Es kommt auf diese Kontaktmission an. Es ist nur eine bestimmte, die das Fahrzeug verschwinden lässt, ja. Aber die Immobilie auf der Karte noch da ist. So, Kontaktmission, ich probier's nochmal. Komm schon. Na mach. Ja, habe ich gewusst, dass es mich jetzt... Manchmal kommt es auf die Lobby an. Wechselt einfach die Lobby. Sofort raus, sonst startet der Johnny. Das ist nicht so geil. So, ich bin jetzt irgendwo am ADW. Aber kann es auch gleich direkt hier weiter versuchen. Versteht ihr? Ich kann einfach das gleich hier wieder versuchen. Kontaktmission, bis ich das hätte. Wenn das nicht geht, neue Sitzung. Wir schauen jetzt mal. Ja, es zieht mich wieder rein. Das bringt jetzt nichts, ja. Das ist von der Lobby abhängig, ja. Weil das zieht mich wieder in dieselbe Scheiße rein. Einfach Lobby wechseln. Und dann werde ich sehen, werde ich das in der neuen Lobby hitten. Ja, ganz heikle Sache, das mit den Accounts. Es ist aktuell wieder mal ziemlich schwierig, an einen Account zu kommen. Aber bei meinem neuen Partner NashFlare.com werdet ihr definitiv fündig. Unter anderem auch natürlich GTA-Accounts. Günstige Preise. Schaut euch um. Prozente wird es in Zukunft, denke ich mal, auch geben. Keine Sorge. Aber hier gibt es eine große Auswahl von zuverlässigen Accounts. Viel Spaß. So, der Wagen ist noch draußen. Laufe ich nochmal raus. Einfach wieder testen. Das muss man halt so lange machen, bis es halt wirklich geklappt hat. Kontaktmission rein, auf Jobsuche. Warum knall jetzt nur den Wagen weg? Ja, der zieht mich wieder rein. Ah, man hat sich der Git. Puh. Raus da von dieser Dreckskont. Ja, das kommt halt wirklich auf diese Kontaktmission an. So. Dauert wieder, muss man wieder warten, Alter. Voll für den Arsch. Ja, ich hab's halt auch manchmal so, ne? Noch ein Versuch. Dave zieht ihn, ne? Doch nicht. Ah, okay, jetzt war es eine andere Mission, Kontaktmission, allein zurück. So, es muss jetzt die Apartments, jetzt habe ich es gehittet. Seht ihr das? Es hat jetzt geklappt. Ich habe jetzt auch gebraucht. Ist auf der Map, Immobilie, easy weg. Auf der Map weg und auch noch bildlich. MC-Präsident, jetzt vor der Tür, irgendein Biker, scheißegal. Zack, boom. Ja, jetzt muss ich halt natürlich rüberfahren, ich fahre mal schnell rüber. Das dürft ihr, diesen Step dürft ihr halt nicht vergessen. Viele vergessen diesen Step. Das ist halt wirklich wichtig, ja. Ich kann auch nicht die Videos eine Minute lang für euch halten, weil das wird nicht klappen, weil sonst flippen alle aus und dann so, hey, das klappt wieder nicht und du hast das nicht gezeigt und das. Was? Es muss halt so sein. Ihr müsst halt mal nur zuhören. Lasst doch dieses scheiß Video, Alter, nebendran laufen und hört doch einfach zu. Und ihr könnt doch so oft zurückspulen. Das Video ist doch öffentlich und ihr könnt nochmal zugreifen und was auch immer. So, jetzt gehe ich zu Fuß rein und fahre einfach denselben oder den anderen. Das ist eigentlich scheißegal. Ich habe da hinten 3 Stück jetzt stehen. Seht ihr? So, das war die richtige Kontaktmission. Ja, müsst ihr halt rumprobieren und Lobbys wechseln und was auch immer. Irgendwann schafft ihr das. So. Jetzt holt ihr einfach den Easy raus. Da war ich schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Alter. So, seht ihr? Ich nehme jetzt irgendeinen. Das war der allererste da hinten. Ich nehme jetzt zum Beispiel den. Fahr den raus. Und fordere dann den Elegy an. PC-Spieler halt können entweder Elegy anfordern oder auch hier dann das Straßenfahrzeug. Das ist für die PC-Spieler. Interessant. Mechaniker, von wo ihr den anfordert, auch Banane. Ich habe in der Agentur welche, ich rufe ihn an, zack, bumm, jetzt ändert sich das Kennzeichen, passt auf. So, geändert, fertig, ist auch kein Fake, ist eine Live-Aufnahme, Kollege. So, jetzt Sonderfahrzeuge, Immobilie anfordern, dann fahrt ihr rein, schon habt ihr eine Kopie. Im Normalfall
müsst ihr das mit der Kontaktmission nicht machen. Selbst auch wenn, dann macht's es halt. Es ist es wert, dann habt ihr halt eine Kopie und die bringt euch Kohle ein. Klar, das mit den 18 Stunden warten, bis wieder die Kopien den vollen Preis bringen, ist natürlich scheiße. Deswegen bringen auch die paar Verkäufe dann immer weniger und weniger Geld ein. Ich kann es nicht ändern, das hat halt Star Games gemacht. Ne, nicht ich, tut mir leid. So, die Kopie ist fertig. Ja, okay. Im Normalfall sollte ich jetzt dann wieder den Easy anfordern. Oder ich fahre ihn dann wieder. Ich fahre ihn dann von der 50er Garage raus. Muss das mit der Kontaktmission dann normalerweise nicht machen. Mal gucken. Ja, der zeigt die mir hier jetzt nicht an. Ich kann die so nicht anfordern, aber ich kann eigentlich zu Fuß, glaube ich, rein und den Easy rausholen. Also wenn ihr Glück habt, müsst ihr das jetzt mit der Kontaktmission nicht machen, oder beziehungsweise ich. Aber wenn wir jetzt den rausfahren, die nächste Kopie, muss man den nur hinstellen, weglaufen und das nächste Bike anfordern und dann wieder reinlaufen. Das ist eigentlich leicht zum Verstehen. So, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Falls es bei mir dann sagt, ja, ich habe schon bereits mein persönliches Fahrzeug, dann muss ich halt das mit der Kontaktmission leider neu machen. Aber das ist auch machbar. So, aussteigen, Interaktionsmenü, jetzt mache ich das, ich kann das gleich hier, seht ihr das? Ich kann das gleich hier anfordern, das Barty, ja. Barty anfordern, dieses Bike wird nicht ausgeliefert. Ich warte ein bisschen, gehe zu Fuß rein und fahre den Easy wieder raus und fordere schon den Elegy an. Ich muss das mit der Kontaktmission jetzt hier normalerweise nicht nochmal machen, ja. Es sei denn, es sagt jetzt dann, ja, du benutzt schon dein persönliches Fahrzeug. Und dann muss man das halt mit der Kontaktmission leider jedes Mal machen. Ist halt so. So. Fordern wir nochmal einen Elegy an, mal gucken. Wahrscheinlich wird er mir das sagen mit dem Ding. Du benutzt schon bereits dein Fahrzeug. Nein, doch nicht, ja. Hat geklappt. Fertig. So muss es sein. Jetzt ändert sich das Kennzeichen. Zack, boom, fertig. Und das fahre ich wieder hier rein. Es ist machbar. Ihr müsst nur ein bisschen rumprobieren, anstatt 700.000 Kommentare reinzuschreiben, was eigentlich ich schon beantwortet habe im Video. Ja, ich sage doch. Lager für persönliches Fahrzeug. Und dann schaltet, ja, ich habe einen schwarzen Bildschirm, Digga. Ich komme nicht in meine mobile Kommandozentrale rein. Deswegen. So, das hat jetzt hier geklappt. Und ich mache dann einfach so die ganze Zeit weiter, ja? Verstanden? Easy. Ihr müsst nur selber rumprobieren. Es kommt wirklich, es ist Zufallsgenerator mit dieser Mission, ja? Ist ein bisschen kacke, aber ist halt so. Ja, genau, fahr mich um Blatt. Okay, das war's, ja? Ich hoffe, ihr habt es dieses Mal verstanden, was ich euch empfehle. Falls ihr Fragen habt, über YouTube dauert es so lange. Joint doch der Telegram-Gruppe, ist in der Videobeschreibung, ja? Oder auf Instagram könnt ihr mir auch folgen und schreiben. Aber wirklich am leichtesten ist, das Ganze mit Telegram zu machen. Da könnt ihr euch dann auch helfen lassen. Paddy ist da immer ziemlich aktiv, andere Leute auch. Und ja, jetzt mache ich einfach das nächste Fahrzeug, wisst ihr? Ah, die drei sind immer noch da. Die eine Kopie ist immer noch in dem MOC. Ich mache jetzt einfach die nächste Kopie. Passt auf, ich fahre jetzt raus. Barty, warte ein bisschen. Wird wieder nicht ausgeliefert. Hol jetzt wieder ein Easy raus. Weil auch jetzt in der Agentur muss jetzt nicht der erste, der Elegy dran stehen, sondern schon der vierte Easy, den ich ja kopiert habe. Komm schon, fahr raus. Passt auf. Mechaniker. Jetzt fordern wir den Dings an von der Agentur. Da wird der allererste ein Easy sein. Agentur. Nein, doch nicht. Hat's den. Ah, jetzt erst, wenn ich den rüberziehe. 581, jetzt speichere ich den ab. Weil jetzt geht der von der mobilen Kommandozentrale dort rein. Zack, boom, tauschen. Weil wenn ich jetzt dort in die Agentur was reinbestelle, dann muss auf der ersten Stelle auch ein Easy dran stehen. Der von der mobilen. Passt auf.
irgendwas reinbestellen, Fahrzeuge, bla bla bla. Ja, komm schon, mach weiter, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Zack, Agentur. Ah, da sind schon. Die sind schon drei. Da sind schon mehr. Die werden bloß nicht angezeigt werden. Easy. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid, falls ihr Fragen habt. Natürlich trotzdem gerne in die Kommentare, ansonsten Telegram. Und ansonsten sehen wir uns mit dem nächsten Video.